Also wir sind am 18. Januar. Ach, da übrigens eine Bemerkung noch. Mir wurde gesagt, dass die Schrift oft schlecht zu lesen ist, weil sie nur langsam trocknet. Ist das bei euch auch der Fall? Habt ihr damit Probleme oder ist es gut leserlich? Ich habe jetzt einen anderen Stift genommen, einen gelben, der geht vielleicht besser als der blaue. Wenn das verzögert nur kommt, dann bitte auch wieder melden. Gut, wo waren wir? Wir waren bei den algebraischen Potenzreihen. H von x in, ich glaube, ich habe das nur über c gemacht. Und die Erinnerung, das war, es existiert ein Polynom p in cx adjungiert y. P natürlich ungleich 0 mit P von x, h von x identisch 0. Und wir haben schon Beispiele dafür gesehen. Okay. Und unser Ziel heute ist es, ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden, den Satz von Eisenstein zu beweisen. Und der geht wie folgt. Wenn H in C, ich habe die Bezeichnung so gewählt, algebraisch, mit Koeffizienten in Q, also rationale Zahlen, dann besagt der Satz von Eisenstein, dass die Nenner dieser Koeffizienten nur endlich viele Primfaktoren aufweisen. Dann existiert ein L aus n größer als 0 mit, ja, wenn wir x mit L multiplizieren, dann erhalten wir schon eine Potenzreihe mit ganzzahligen Koeffizienten. Und das habt ihr ja, glaube ich, auch im Proseminar ein bisschen geübt, bei der Wurzel aus 1 plus 4x. Das war das Beispiel. Die Wurzel aus 1 plus x, wenn wir es nur so nehmen, ist in Q x algebraisch. Und wenn wir das x mit 4 multiplizieren, dann ist das in zx. Ja, ob ich da formal dann schreibe oder nicht, ist egal. Wichtig ist, dass es ganzzahlig ist. Ja? Und wenn hier mit 4 zu multiplizieren genügt, dann heißt es, dass hier bei der Wurzel aus 1 plus x in den Nennern nur Potenzen von 2 vorkommen. Okay? In den Nennern nur Potenzen. Und 2, sonst könnte dieser Vierer diese nie ganzzahlig machen. Das ist der berühmte Satz von Eisenstein, einer von vielen berühmten Sätzen von Eisenstein, und den werden wir heute beweisen. Und dazu möchte ich vielleicht noch ein kleines Beispiel machen, das ein bisschen die nächste Definition motiviert. Das gehört jetzt nicht dazu, das schreibt man vielleicht Bemerkung. Wir nehmen das folgende Polynom, p von xy gleich y² minus x² plus x der dritten, in, ja, von mir aus in Q, x. Ich schreibe gern vorne den Körper der rationalen Funktionen, damit wir hier einen Polynomium über einem Körper haben. Wenn wir das die Nullstellmenge in R anschauen, v rp, das sind die AB in R2, P von AB gleich 0, V steht hier für Verschwindungsmenge. Dann schaut das wie folgt aus, das ist die Alpha-Schleife. Hier ist der Nullpunkt. Okay. Und dieses Polynom ist irreduzibel als Polynom.
Aber wir können es als Potenzreihe faktorisieren in Q adjugiert x. Können wir schreiben? Naja, P von xy, also hier adjugiert y. Ja, was machen wir? Wir ziehen hier das x² heraus. Das ist also y² minus x² 1 plus x. Jetzt können wir aber aus 1 plus x die Wurzel ziehen. Das haben wir hier oben gesehen. Das ist wieder eine Potenzreihe. Du kannst also schreiben als y² minus x² die Wurzel aus 1 plus x zum Quadrat. Und jetzt haben wir die Differenz von zwei Quadraten. Und damit, ich hoffe, das kann man hier unten noch lesen, können wir das faktorisieren. Y minus x Wurzel aus 1 plus x mal y plus x mal die Wurzel aus 1 plus x. Ihr seht, das ist alles reine Algebra. Und damit erhalten wir zwei Funktionen, zwei Potenzreihen, nämlich plus minus x mal die Wurzel aus 1 plus x. Und der Graph dieser beiden Funktionen, den kann ich hier einzeichnen, sind gerade lokal um 0, diese beiden Teile. Das eine ist plus und das andere ist minus. Ja, das ist der Graph. Die Graphen von x geht auf plus minus x mal die Wurzel aus 1 plus x. Okay. Wir sehen also an diesem Beispiel, dass wir zwei Lösungen haben, nämlich plus minus x mal Wurzel aus 1 plus x, die hier im Nullpunkt sitzen. Und das ist ein gewisses Hindernis, um den Eisenstein zu beweisen. Und darum machen wir die folgende Definition. Ach, ich sollte vielleicht mein Mikrofon verwenden. Geht das so besser? Ich hoffe, das ist das ein bisschen klarer. Jetzt ist mein Stift verschwunden. Folgende Definition. Hx. Wir machen es ruhig über C zuerst. Cx. Eine algebraische Potenzreihe. Heißt Etal algebraisch. Und Etal ist ein französisches Wort, das heißt irgendwie, da gibt es keinen wirklichen Begriff im Deutschen dafür. Etal bedeutet glatt oder flach oder schlicht. Nennen wir es hier vielleicht schlicht. Schlicht ist übrigens ein Begriff, der in der Mathematik im 19. Jahrhundert in der deutschsprachigen Literatur sehr oft verwendet wurde, hat sich aber in der Zwischenzeit verloren, weil alles natürlich vom Englischen dominiert ist. Diese algebraische Potenzreihe heißt etalalgebraisch, wenn, ja, wir nehmen wieder an, dass es keinen konstanten Term hat und das Minimalpolynom Pxy von H erfüllt. Die erste Bedingung ist natürlich, dass P von X, H von X identisch 0 bei Definition des Minimalpolynoms. Aber dann verlangen wir auch, dass wenn wir dy von P an der Stelle 0, 0 auswerten, dass das ungleich 0 ist. Jetzt, wenn ihr euch erinnert, das ist genau die Voraussetzung des Satzes über implizite Funktionen. Dies ist die Voraussetzung des Satzes über implizite Funktionen. Also das hier, implizite Funktionen.
Und damit ist h von x mit h von 0 die gleich 0 die einzige Lösung von p von xy gleich 0 bei 0, 0. Hier müssen wir spezifizieren, wo wir sind. Ich erinnere daran, der Satz über implizite Funktionen ist eine lokale Aussage in der Umgebung eines Punktes. Und hier nehmen wir den Nullpunkt her. Das ist die einzige Lösung. Und damit ist das Beispiel hier in der Bemerkung, das wäre nicht detailalgebraisch. Also Bemerkung, hx gleich x mal die Wurzel als 1 plus x ist nicht detailalgebraisch. Okay. Jetzt, wieso ist dieser Begriff wichtig? Entschuldigung, ich muss ein bisschen Wasser trinken, sonst... Dieser Begriff ist deswegen sehr praktisch, weil wenn wir h etalalgebraisch haben mit dieser Bedingung hier, Ableitung nach p an der Stelle 0 ist ungleich 0, dann können wir das Newton-Verfahren anwenden, um h zu berechnen. Also, die nächste Bemerkung ist, das haben wir auch im Pro-Seminar schon angedeutet, ist h etalalgebraisch. So kann man seine Potenzreihenentwicklung in 0 mit Newton-Verfahren. Ich erinnere, das Newton-Verfahren war genau das Verfahren zur Konstruktion des Inversen im Satz über inverse Funktionen. Aber nachdem der Satz über inverse Funktionen äquivalent ist zum Satz über implizite Funktionen, können wir das auch zur Berechnung der impliziten Lösung verwenden. Kann man dann ausrechnen. Und ich glaube, ich habe das auch im Pro-Seminar euch schon vorgeschlagen, dass wenn eben das Minimalpolynom ganzzahlige Koeffizienten hat, und wenn der Koeffizient von y 1 ist, dann kann man schon schließen, dass die Lösung h ganzzahlige Koeffizienten hat. Und das wird der Satz von Eisenstein beweisen. Gut. Jetzt, ich werde heute, nachdem wir nur dreiviertel Stunde haben, werde ich nicht alles beweisen können. Aber wir werden einen wesentlichen Schritt machen, der wieder nur die Spitze des Eisberges ist. Das ist ein Schritt, der in unzähligen mathematischen Beweisen der Analysis vorkommt und den wir hier algebraisch durchführen. Ich erinnere daran, wir sind hier jetzt immer nur in Potenzreihen oder Funktionen in einer Variable. Das lässt sich alles natürlich auf mehrere Variablen verallgemeinern, brauchen wir aber jetzt mal nicht. Okay, es ist schon in einer Variable sehr instruktiv zu sehen, was hier passiert. Ja, und das ist der nächste Satz. Jetzt ist mir irgendwas im Hals stecken geblieben. Ich hoffe, es bewegt sich wieder. Also, der nächste Satz besagt, dass jede algebraische Potenzreihe fast etalalgebraisch ist. Also, ich schreibe das hin. Satz, mir kommt vor, das Gelb geht besser zum Lesen als das Blau. Sei H, wir nehmen das sogar über einem, ja, hier habe ich K, C genommen, aber wir könnten hier auch einen K-Körper nehmen.
sei h in kx algebraisch und wieder ohne konstanten Term. Das macht unser notationelles Leben uns einfacher mit Minimalpolynom p von xy. Setze, wir betrachten E, die Ordnung, wir betrachten das folgende, wir leiten P nach Y ab. Damit wird der Grad kleiner. Wenn wir jetzt das H einsetzen, dann wird das hier eine Potenzreihe sein, die ungleich 0 ist, weil sonst wäre das P nicht minimal gewesen. Und wir nehmen die Ordnung in 0. Ja, das ist größer gleich 0. Das ist eine Potenzreihe in x und von der nehmen wir die Ordnung. Jetzt machen wir euklidische Division. Zerlege h von x mit, ja, euklidischer Division ist fast übertrieben. Euklidischer Division in, naja, wir teilen das h auf in Monome, die kleiner sind als x hoch e plus 1 und solche, die größer gleich x hoch e plus 1 sind. Also, ich schreibe das hin, h von x gleich k von x mal plus x hoch e mal a von x mit, ja, das k ist jetzt ein Polynom vom Grad kleiner gleich e. Und das a ist eine notgedrungenerweise algebraische Potenzreihe. Und die Ordnung von a, ich nehme das jetzt an, dass das a von 0 gleich 0 ist. Das heißt, das a hat Ordnung mindestens 1. Und deswegen haben wir hier einen Teil mit Grad kleiner gleich e. Und das ist ein Teil mit Ordnung größer als e. Okay. Soll ich das dazu schreiben? Also deck k ist kleiner gleich e und die Ordnung in 0 von x hoch e a ist größer gleich e plus 1. Das e plus 1 ist hier einfach wieder notationell günstig. Ja, und die Aussage ist, dann ist a von x etal algebraisch. Ja. Ich wiederhole, dieser Satz besagt das folgende, wenn wir eine algebraische Potenzreihe haben und wenn wir den Beginn der Potenzreihenentwicklung vernachlässigen, dieses k ist ein Polynom, das stört uns nicht, wie die Koeffizienten sind, das sind nur endlich viele Koeffizienten. Und wenn wir den Rest noch durch x hoch e dividieren, dann erhalten wir eine etalalgebraische Potenzreihe. Wenn wir also etwa zeigen wollen, dass h nach Multiplikation der Variablen x mit l ganzzahlig wird, naja, hier, wenn wir ein Polynom mit rationalen Koeffizienten haben, dann können wir immer das x so mit l multiplizieren, dass es ganzzahlig wird. Deswegen, weil nur endlich viele Koeffizienten auftauchen. Und für hinten können wir dann verwenden, dass es etalalgebraisch ist. Das ist die Stoßrichtung für den Satz von Eisenstein. Wir werden aber heute jetzt einmal uns diesen Satz vorknöpfen. Das ist ganz einfach, aber tricky. Wir machen im Wesentlichen algebraische Taylor-Entwicklung. Also, ich hoffe, das ist in Erinnerung, ja, es steht hier eh, was etalalgebraisch heißt. Und der Beweis von diesem Satz, der nicht sehr schwer ist,
tritt zum Beispiel in ähnlicher Weise für beliebig viele, endlich viele Variablen beim Satz von Artin, beim artinschen Approximationssatz auf. Und das geht wie folgt. Beweis. Ist ein bisschen rechnerisch, aber ich hoffe, das macht euch kein Problem. Also wir haben hier oben schon erwähnt, dass das dyp von x eingesetzt hx nicht identisch 0 ist. Und damit ist das e wohl definiert. E aus n wohl definiert, da dyp x h von x nicht identisch 0 ist. Ja, die Ordnung der Potenzreihe 0 wäre ja unendlich, per Definition. Jetzt machen wir, ich glaube, zwei- oder dreimal Taylor-Entwicklung. Aber die Taylor-Entwicklung ist hier ganz einfach. Die geht rein algebraisch. Taylor-Entwicklung. Von P. Naja, wir wissen, ich schreibe das jetzt ein bisschen kürzer. 0 ist gleich P von x und h. Ich schreibe nicht h von x, sondern nur h. Das ist ein bisschen einfacher. Das ist p von x, k plus x hoch e mal a. Das können wir jetzt schreiben als p von x und k plus, und jetzt kommt übliche Taylor-Entwicklung. Zuerst, Achtung, wir haben das nur bezüglich der Variablen y, also dy von p von xk mal x hoch e mal a, das ist der erste Term der Taylor-Entwicklung, plus höhere Terme. Höhere Terme, das heißt, die sind mindestens quadratisch in diesem Störterm x hoch e mal a. Das schreiben wir also als s x x hoch e mal a. Und die Ordnung von s in y ist mindestens gleich 2. Also s ist aus kxy. Und der Untergrad bezüglich y, da schreibe ich jetzt die Ordnung bezüglich y von s ist größer gleich 2. Ja, bekannt aus der Taylor-Entwicklung. P ist ja ein Polynom. Und soweit endet das hier natürlich, dass s ist auch ein Polynom. Wir müssen da überhaupt nicht differenzieren oder sonst was machen. Das nennen wir mal Stern, diese Gleichung. Jetzt machen wir das Gleiche noch einmal für die Ableitung von P nach y, analog. Wir nehmen dyp an der Stelle x und k. Ja, das können wir jetzt schreiben als dyp von x. Das k ist aber nichts anderes als h minus x hoch e mal a. Ich hoffe, man kann meine k und h gut unterscheiden. Und da können wir jetzt wieder Taylor-Entwicklung machen und erhalten, ja, das ist gleich dyp ausgewertet in x und h plus, oder genauer minus, aber ist mir jetzt egal, ja, minus. Jetzt müssen wir noch einmal nach y ableiten. Wir halten also, ich schreibe das so, d2y von p, x ausgewertet in h mal x hoch e mal a. Ja, gleiche Argumentation wie vorher. Und dann haben wir wieder einen Restterm t von x und x hoch e a. Und t ist wieder polynomial mit t aus kxy. Die Ordnung von t bezüglich y ist wieder größer gleich 2. Zweimal die Taylor-Entwicklung angewendet, ohne viel Aufwand eigentlich. Ja, jetzt schauen wir uns das ein bisschen genauer an, was hier steht. Die Ordnung von x hoch e mal a, und Achtung, ich schreibe manchmal die Ordnung bezüglich y, wenn ich in zwei Variablen bin, und hier schreibe ich
natürlich 0, wenn ich in einer Variablen bin. Ich hoffe, es ist klar, was gemeint ist. Das ist größer gleich e plus 1. Wenn wir jetzt das hier einsetzen in das t hier, das ist mindestens quadratisch im zweiten Argument. Also ist die Ordnung von t x, x hoch e a, ist dann größer gleich 2 mal e plus 1. Ja, weil es in y mindestens quadratisch ist. Ja, wenn wir jetzt aber anschauen, diese Gleichung hier, was steht hier? Hier steht etwas von der Ordnung e per Definition. Hier haben wir Ordnung e plus 1 mal irgendetwas multipliziert. Und hier haben wir Ordnung sogar größer gleich 2e plus 1. Daraus folgt, dass die beiden die gleiche Ordnung e haben müssen. Damit, und das bitte ich euch noch einmal zu überlegen, ist die Ordnung in 0 von dy p x k gleich die Ordnung, schreibt man daher, die Ordnung in 0 von dy p x und h gleich e. Das ist ein erster vorbereitender Schritt. Jetzt können wir also, wenn wir jetzt noch das an diese dypxh, das hier steht, das xe hoch a dran multiplizieren, es folgt, dass die Ordnung bezüglich x oder in 0 von dypxk mal xe mal a, das ist der Ausdruck, der hier in der Formel Stern steht, das ist, hier haben wir mindestens e, oder haben wir genau e, hier haben wir e plus 1, ist größer gleich jetzt bin ich zu schnell geschossen, ich wollte das a hier noch weglassen. Sorry. Da machen wir das ein bisschen langsamer. Wir multiplizieren nur mit x hoch e, dann haben wir gleich 2e. Ja? Das heißt, wir können aus diesem hier x hoch 2e herausfaktorisieren. Also schreiben wir das da, ist dann gleich x hoch 2e. Und weil die Ordnung genau e ist, kommt jetzt eine Konstante ungleich 0, c plus irgendein u von x mit c in k Stern und u ist irgendein Polynom in x. Aber mit u von 0 gleich 0. Ja, die Ordnung von u ist größer gleich 1. Jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt muss ich aber irgendwo löschen. Ja, vielleicht machen wir hier noch, schauen wir noch hier kurz vorüber. Da. Jetzt das hier ist 0. Dieser ganze Ausdruck hier ist 0. Ich schreibe das nochmal hin. Das ist identisch 0. Hier haben wir etwas, was in x die Ordnung größer gleich 2 mal e plus 1 hat. Hier haben wir x hoch 2e noch größer, also auch 2 mal e plus 1. Das heißt, das pxk muss Ordnung größer gleich 2e hat. Damit die Ordnung von pxk in 0 ist größer gleich 2e. Und wir schreiben das pxk gleich x hoch 2e mal r von x. Und das r, da wir das hier einfügen, r ist einfach irgendein Polynom. Ich hoffe, man kann es lesen. Jetzt haben wir also hier das p anders geschrieben. Wir haben x hoch 2e
mal R von x und dann haben wir hier weitere Terme. Wenn wir das jetzt umschreiben, jetzt weiß ich nicht, wo ich das hinschreiben soll, weil ich das dann noch behalten möchte. Ich glaube, ich lösche hier. Habt ihr das abgeschrieben? Was wir jetzt machen, ist, wir dividieren diese Gleichung hier, die Gleichung Stern durch x hoch 2e. Ja, und das geht sich aus. Darf ich da schon löschen? Wir brauchen diese Nebenrechnung ja nicht mehr. Ich schreibe den letzten schreibe ich noch mal hin. Wie schauen wir denn zeitmäßig aus? Ah ja, das geht sich gut aus. Also, was haben wir gehabt? P von xk gleich x hoch 2e mal r von x. R ein Polynom in kx. Wir dividieren Stern. Durch x hoch 2e und erhalte. Ja, bei pxk bleibt rx übrig. Das k ist ja fixiert. Ja. Rx, dann haben wir hier plus ein ex hoch e geht weg. Das heißt, wir haben x hoch minus e mal dypxk mal a. Plus x hoch minus 2e mal sx. X hoch e a gleich 0. Ja, und das findet jetzt statt in kx. Wir haben keine Laurent-Polynome, weil alles dividierbar ist. Ja, das hat ja Ordnung größer gleich e gehabt und das hinten hat Ordnung größer gleich 2e. Naja, aber das hier, das haben wir ja vorher geschrieben gehabt, wo steht das? Wenn wir das rausdividieren, ist das nichts anderes als c plus u von x mal a. Hier haben wir rx plus und dann haben wir hier hinten, das könnte ich s-Schlange von x, x hoch e mal a nennen, wobei das von der Ordnung mindestens 2 ist, identisch 0. Und das c ist ungleich 0. Und das u von 0 ist 0. Ich behaupte, das ist jetzt schon die Gleichung, die die Voraussetzung des Satzes über implizite Funktionen erfüllt. Und das ist ganz einfach zu sehen. Wenn wir hier das a durch y ersetzen, setze, gehen wir die Buchstaben aus. Ja, wie will ich das nennen? P Schlange. Und xy gleich yc plus ux plus r von x plus s Schlange von x und y. So gilt. Naja, die Ableitung nach y, dy von p Schlange an der Stelle 0, 0. Jetzt sehen wir, Ableitung ist ganz einfach. Das ist mindestens quadratisch in y, dieser letzte Term. Wenn wir ableiten, bleibt das y erhalten. Wenn wir 0 einsetzen, geht das weg. Hier, das taucht nicht auf. Hier haben wir, erhalten wir c plus ux. Aber wenn wir x gleich 0 setzen, weil u von 0, 0 ist, ist das gerade c ungleich 0. Und das p-Schlange von, wenn wir das jetzt auffassen als eine Funktion von x und a, ist identisch 0. Also ist a etal algebraisch. Okay. Das ist der Beweis. Wirkt ein bisschen baby, da ist aber einiges an Tricks dahinter.
Wenn man das in den 60er Jahren gemacht hätte und richtig kombiniert hätte, wäre man wahrscheinlich schon sehr berühmt geworden. Wer sich da genauer informieren will, es gibt von Michael Artin den Approximationssatz. Michael Artin ist der Sohn von Emil Artin, nachdem die Artinschen Ringe benannt sind. Michael Artin hat für diesen Approximationssatz, das war 1969, in Inventiones, die Zeitschrift, Inventiones ist eine der drei besten Zeitschriften, die es gibt. Und Artin hat dafür den Wolf-Preis bekommen. Der Wolf-Preis ist jetzt noch nicht die Fields-Medaille, aber schon ziemlich gewaltig. Okay. Und der Kern seines Beweises ist die Rechnung, die wir gerade jetzt gemacht haben. Okay. Also rein algebraisch. Gut. Eine Folgerung, die wir sofort daraus ziehen, dann müssen wir für heute eh schon Schluss machen. Jetzt haben wir etwas Analytisches bewiesen. Ich habe das jetzt gelöscht, aber ich schreibe es nochmal hin. Folgerung. Wenn wir jetzt ein h aus rx nehmen oder cx algebraisch, so ist h bereits konvergente Potenzreihe, also insbesondere reell C-unendlich bzw. holomorph. Gleich komplex differenzierbar. Jede algebraische Potenzreihe ist bereits konvergent und damit differenzierbar. Und der Beweis ist jetzt ganz einfach. Wir schreiben h gleich k plus x hoch e mal a. Hier haben wir ein Polynom. Das ist natürlich klarerweise konvergent. Und das a ist etalalgebraisch. Also Lösung des Satzes über implizite Funktionen. Und das ist jetzt aber natürlich ein Satz der Analysis, den wir hier einwerfen, dass die Lösung einer polynomialen Gleichung, die Lösung eines impliziten Funktionenproblems differenzierbar bzw. holomorph ist. Und damit konvergent. Ja, und dieses damit, das ist natürlich jetzt, das können wir nicht vermeiden, das ist Analysis. Ja, die Konvergenz habe ich vollkommen ausgelassen, beim Satz über implizite Funktionen, das ist nicht allzu schwer zu beweisen. Wir haben es nur formal gemacht. Ja. Aber ihr seht, der Kreis schließt sich. Ich hoffe, das steckt euch ein bisschen an, darüber nachzudenken, ob man da nicht noch andere Sachverhalte so beweisen könnte. Gut, morgen machen wir dann den Satz von Eisenstein, seinen Beweis noch. Und da sehen wir dann auch ein paar Beispiele. Und dann werden wir noch zu Differentialgleichungen übergehen. Da beginnen wir schon morgen damit. Und nächste Woche werden wir das vermutlich abschließen. Also wir werden sicher abschließen. Falls uns noch ein bisschen Zeit bleibt, am Mittwoch nächste Woche könnten wir auch vielleicht die eine oder andere
Wiederholung machen, dann meldet euch einfach noch. Gell? Gut, das wäre alles für heute. Tut mir leid, dass das verzögert begonnen hat, aber das passiert manchmal. Und wir sehen uns wieder morgen. Einen schönen Nachmittag noch. Tschüss.